Hallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Randall's Monday. Ja, wir sind auf dem Weg zur Bar, um vom Pater den Drink immer noch zu verbessern. Das heißt, wir müssen Rattengift drin machen. Ja, für den extra fruchtigen Geschmack. Dann die Zitrone. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Fast fertig. Wie man darauf kommen soll, ohne Scheiß. Dass man das alles reinhauen soll. Und vor allen Dingen jetzt der Oberhammer. Wie man darauf kommen soll, dass das eine Rasierklinge rein soll. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay, das ist der, den er mag. So, jetzt nehmen wir uns mal die Spielkugel. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Jetzt haben wir das. Pater? Okay. Naja, egal. Der Pater will nie mit uns reden. Der ist gerade ein bisschen fertig, wird man sagen. Jetzt machen wir das Popcorn. Den Popcorn gehen wir hoch und holen dieses Getränkegedöns. Die Bierbombe. So. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich liebe dieses Geräusch. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. So. Achso. Wir haben ja noch das Rattengift. Hey, dieses Popcorn ist jetzt eine tödliche Waffe. Kann man vielleicht irgendwas einwerfen? Also, passt oder passt nicht. Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich war nie ein guter Pitcher. Einfach werfen ist also keine Option. Ja, das ist okay. Hätte ja klappen können. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und da tun wir jetzt mal die Vögel vergiften. Die dann endlich mal wegfliegen. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht in dem Spiel. So, ab aufs Dach. So. Fresst, meine Schönen, fresst. Es ist genug für alle da. Alle umgefallen. Achtung, diese Tauben schlafen nicht. Sie sind tot. Aber wen interessiert diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind die eh nur gemalt. Eine Bierbong. So, jetzt haben wir einen Schlauch. Und einen Trichter. Die kann ich nicht einfach... Was machen wir mit der Klimaanlage? So, was war denn das jetzt? Jetzt Küche, Rattengift. Wir haben die weiße Kugel. Der nächste Schritt ist, die weiße Kugel in die Kanone zu stecken. Legt das eine Ende des Schlauchs in die Flasche. Was? Geht zurück zur Fanta und stell die Flasche auf, damit das Wasser anfängt zu kommen. Und immer noch in die Uhr. Nächster Schritt ist die weiße Kugel in die Kanone stecken. Zerstört den Kühlschrank mit der Pyramide aus Merkel. Ach so. Ey, das ist ja. Also, ich spiele ja nie oft so eine Spiele. Aber das ist schon krass. Also.
dass du die Wasserflasche brauchst, diesen Schlauch, den du von da nach da packen und dann von dort in eine Kugel reinpacken, damit die Kanone dort in der scheiß Uhr die Pyramide kaputt macht. Ey, ich hau mich weg. Das ist ja heftig. Ja, ich hab geschummelt. Das ist schon schwer. So, jetzt gehen wir hier wieder rein. Also, ich hab gesagt. Passt oder passt? Nee. Passt immer. Die Wasserflasche. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das ist sicher kein. Ja, das ist natürlich gemacht. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. Wie ein Babypopo. Kanone? Meine Babys, was zur Hölle ist passiert? Ich weiß es nicht, ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hm. Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? Naja, ich kenne Vesuvius Med. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Was ist los? Das nehme ich nicht mit. Warum nicht? Hä? Okay, mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und mit... Sekunde mal. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Verdammt! Wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Ich störe lieber. Who the fuck ist Charlie? Charlie's Comics, ah, okay. Auf zum Comicladen. Mal gucken, ob er irgendwelche nützlichen Heftchen für uns hat. Also, jetzt wissen wir auch, dass wir das alles so kombinieren müssen. Psychiater. Kann ich nicht. Fremder. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und Humpen voll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee. Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar. Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Also was kannst du mir über den Nerd-Conventions hier? Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts
Du weißt schon, Auffälliges oder Paranormales? Naja, jetzt wo du es sagst, ja, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet, wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher gesagt hat. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Wie lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen Kings Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht. Tja, was für ein Kostüm. Wirst du in Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hm? Genial, Charlie. Echt clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Der macht ja eh noch Wolverine, oder wow. Was? Wow! Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Tja, so, was hat also, er noch? Also, was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Na, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Ja, ich hab da ein Problem, genau. Ich hab da ein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden will. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master habe ich ihn gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein. Denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Oh, nee. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Nein. Wie sage ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Dein Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht.
Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung, aber halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, krass. Auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raumzeitkontinuum verändert. Oh nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all mein Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ach ja? Tja, jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen, weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red-Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor, sprich nicht weiter. Ich such schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Na, halt die Klappe und hör genau zu. 40 Minuten später. Okay. Da hat er mir jetzt alles erzählt wahrscheinlich. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant, aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Hm, vielleicht, aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Oh nee. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein super Psychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Oh. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Tja, wir haben's versucht, ja. Ist das Poster? Ein ziemlich lahmer... Das ist Captain Red. Ich hinterlasse nicht gern über... Das nehme ich nicht. Charlie würde es vermissen. Comics, Comics und noch mehr Comics. Laserschwert. Hey, zahlst du auch dafür? Klar, du nimmst doch Kreditkarten, oder? Schon, aber nicht von dir. Hast du überhaupt eine? Tja, ich hab Dr. Johnsons Visitenkarte und eine Netzkarte von der U-Bahn. Nimmst du eine von denen? Randall, geh mir nicht auf den Sack. Oh, hier ist ein Schloss. Holy fuck!
Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Würde ich gern mit nach Hause nehmen. Geht aber nicht. Passabler Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall. Denk nach. Dietrich fehlt. Okay, das geht also damit. Es gibt keinen Grund, das zu. Okay, das geht nicht. Was soll denn da noch fehlen? Ja, das ist eine gute Idee, aber die Form stimmt noch nicht ganz. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Was Aggressiveres? Ich weiß nicht. Das ist keine gute Idee. Ah, ich wollte ja nicht den Tresen mit dem Rattengift machen, sondern die Limo. Ich glaube nicht, dass Gift Charlies Schwachstelle ist. Okay. Hier vorne steht Batman. Irgendwelche Figuren. Straße. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ja. Und das war's für heute mal wieder mit der Folge Randall's Monday. Weiter geht's das nächste Mal, wenn wir den Psychiater einfach mal besuchen. Bis dahin, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Tschüss.